Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Geheimnisvolles Liebesorakel von 1. bis 7. Oktober 2018. Eine allgemeine Legung. Bei dieser Legung schauen wir die Geheimnisse an. Diese Seite sind euren Karten. Gegenüber, hier liegen die Karten von euren Partner, Wunschpartner oder Wunschpartnerin. Welche Geheimnisse ist zum Erwarten im Gegenwart? Etwas, was ihr noch nicht kennt oder was sollt ihr verheimlichen, das zeigt diese drei Karten an in die Mitte. Die erste Karte ist eine Botschaft. Momentan hängt alles in der Luft. Ihr habt das Gefühl, ihr verliert den sicheren Boden unter euren Füßen. Oder es fühlt sich alles so schwammig an. Es ist nicht greifbar. Es ist wichtig, etwas mit anderen Augen betrachten. Das Bild einfach umdrehen. So. Dann habt ihr einen anderen Blickwinkel auf die Geschehen. Kunst, Kreativität ist auch ein wichtiges Thema. Aber dieses Bild vermittelt noch etwas. Auf die Gefühle achten. Was sagt eure Intuition? Lasst euch inspirieren. Macht ein Bild davon. Und das ist die Vorstellungskraft. Wenn ihr davon überzeugt seid und verliert die Ängste und auch diese Zweifel, dann kommt das zum Erfüllung, weil das verspricht Erfolg. Jetzt schauen wir euren Partner, euren Wunschpartner an. Welche Geheimnisse hat er momentan oder was verheimlicht er zurzeit? Das zeigt diese drei Karten in die Mitte. Er sucht Verbindungen. Das kann natürlich auch die göttliche Verbindung sein. Aber die Umstände sind nicht angenehm für ihn, weil jemand kommt mit Lügen oder Intrigen. Dieser Geldbeutel, das zeigt auch, jemand versucht ihn finanziell auszunehmen oder handelt sich um Betrug. Und dadurch kommt die Situation, was die dritte Karte zeigt, die Traurigkeit, die Verlust und diesem Zweifel. Und dadurch stoßt er in seinen Grenzen. Es ist nicht einfach, momentan Klarheit zu bekommen, klare Entscheidungen treffen. Die Lösung liegt daran, was die erste Karte vermittelt, diese göttliche Verbindung. Das kann natürlich um Seelenpartnerschaft handeln, eine Art telepathische Verbindung. Jetzt schauen wir wieder euren Karte an. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Weil das, was in der nächsten Zeit zum Erwarten ist. Und das erzählen diese drei Karten. Ihr bekommt ein Geschenk oder eine Einladung. Ihr sollt dieses Geschenk annehmen oder diese Einladung wahrnehmen. Ihr findet euren eigenen Kraft und ihr werdet das auch vertreten. Ihr könnt euch wehren, euch durchsetzen im Leben oder habt ihr eine selbstbewusste Auftreten. Aber nicht nur diese Kraft wird kommen in die nächste Zeit, sondern ihr achtet auf euren Gefühlen und ihr werdet wirklich intuitiv handeln oder macht ihr was Kreatives oder startet die Selbstständigkeit. Jetzt schauen wir seine Karte an. Worüber wird er Gedanken machen? Was kommt bei ihm in die nächste Zeit? Davon erzählen diese drei Karten oben. Er setzt etwas in Bewegung. Diese Münze symbolisiert
die Erde-Element, Sicherheit, Stabilität, Realität, aber auch Finanzen, und das hängt mit der beruflichen Situation zusammen. Entweder startet etwas Neues beruflich oder er kümmert um die Finanzen. Diese Botschaft kann auch bedeuten, dass er etwas überreicht, und das betrifft die Liebe, Partnerschaft, und es fühlt sich sicher und stabil an. Er möchte die Sicherheit und Stabilität und genau das, was er dann vermittelt. Die zweite Karte zeigt seinen Geschäften an, geschäftlichen Kontakte, aber auch seine Wünsche und Sehnsüchte, seine Träume, seine Visionen. Aber er muss noch etwas genau überprüfen, anschauen, etwas bearbeiten, oder kann ein Hinweis sein, dass er beruflich neu orientiert. Es gibt immer wieder Themen, was wir verdrängen, was in unserem Unbewussten liegt. Das sind wirklich die verborgenen Geheimnisse. Und genau das bringen wir ins Licht. Erstmal schauen wir euren Karten an, und das zeigt diese tiefe Geheimnisse, diese verborgenen oder verborgenen Schätze, diese drei Karten an. Die erste Karte zeigt euren Erinnerungen, und das sind die zerbrochenen Herz. Und diese zerbrochenen Herz zeigt, ihr habt noch Tränen. Das sollt ihr verabschieden, davon befreien, Schritte wagen, auch wenn das alles noch im Ungewissen ist, wagt etwas Neues, was euch begeistert. Die dritte Bild zeigt entweder, das ist im Schicksal geschrieben, und das ist eine schicksalhafte Veränderung, was kommt, kann auch bedeuten, dass ihr in diesem spirituellen Richtung geht, ihr interessiert euch für Kartenleger, für Energiearbeit, also das kann auch die Richtung sein, oder bedeutet beides. Jetzt schauen wir euren Partner, Wunschpartner an, seine tiefe Geheimnisse, diese verborgenen, zeigt diese Karte an, diese drei Karten unten. Er braucht Ruhe. Es ist für ihn sehr wichtig, weil in Ruhe liegt die Kraft. Er braucht diese Erholung, aber er will das nicht zulassen, weil er verdrängt das alles. Wenn er zum Ruhe kommt, dann ist ihm bewusst, was er fühlt, und hat auch die Mut, das überbringen, über Gefühle sprechen. Und die dritte Karte zeigt, ihr seid seine Königin, aber diese Drache im Hintergrund symbolisiert seine Ängste. Was verbindet euch? Das ist die Magie, die magische Anziehungskraft, das, was euch verbindet. Dieses geheimnisvolles Liebesorakel war eine allgemeine Legung. Aber es besteht die Möglichkeit, diese Legung auch buchen, dann ist es persönlich, maßgeschnitten. Es sind Videoberatungen, und diese Videoberatungen sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen, ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft. Ich schaue das auch astrologisch an. Ihr dürft wählen. Wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie, die Berechnung und die Deutung? Dann kommt selbstverständlich noch die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, geheimnisvolles Liebesorakel, 25 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.